Mahlzeit zusammen und herzlich willkommen zu meinem Let's Play 7 Days to Die. Da ich alleine nichts gerissen krieg, was auch jeder weiß mittlerweile, habe ich mir Verstärkung geholt. Und zwar von Marvel. Servus. Sehr gut. Von dem Pharael. Mahlzeit. Und dem Schnittger. Hi Leute. So, ohne großes Gerede schaue ich erstmal, wo ich hier bin. Wo seid ihr? Also ich bin in der Wüste gespawnt. Wüste ist verbranntes gut. Biom. Sehr gut. Nicht. Schnauze. Warte mal, wie war denn das hier? Oh Gott, ich bin sowas von raus. Okay, Knöpfe umstellen auf Maus ging schon mal nicht gut. Funktioniert irgendwie nicht. Ich bin schon im ersten Köter begegnet, läuft. Ich drücke einfach mal überall Plus, wo ich Plus drücken kann hier. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen muss. Ah ja, funktioniert. Thomas, kannst du mal nach Osten laufen? Ja, mache ich. Ah, Schnittger und Marvel habe ich hier unten. Sehr gut, blau und grün. Dann gehe ich zum, warte mal, blau. Blau ist Schnittger, gut. Ja, erstmal hier Quest machen, stimmt. Pflanzenfasern. Bin ich schon in so einer Stadt. Ich bin auch hier in so einem zerstörten Biom. Dann würde ich vorschlagen, treffen wir uns bei mir. Ich bin im Waldbiom Anna-Wüste dran. Waldbiom Anna-Wüste. Ich kriege hier nicht mal Pflanzenfasern, doch hier. Ach du, Thomas, könntest du kurz was zu den Servereinstellungen sagen? Ja, so die also wichtigsten wir haben, Punkte. Wir spielen auf Warrior, das ist die eine Stufe höher als normal. Wir haben 100% Loot eingestellt, spielen auf Random Map. Und ja, was ist noch wichtig? Airdrops haben wir an, ne? Airdrops haben wir an, alle 3 Tage, dass sie auch angezeigt werden. Damit wir auch ein bisschen Nahrung bekommen. Ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Einstellungen. Ich denke ne? auch, ja. Das stört mich aber jetzt hier mit dem. Muss doch einzustellen. So, warte mal. Jo, hat er nicht genommen. Ach, war das nicht letztes Mal schon so, dass wir das bei jedem Start einmal einstellen mussten? Oder ist das ein anderes Spiel jetzt? Man muss das muss auch bestätigt werden von einem anderen Spieler, ne? Jo. Nee, ich spreche davon von meinen Tastaturbelegungen. Also meine sind schon die ganze Zeit gleich. Okay. So, wir haben schon 13 Uhr, ne? Ich kam ein bisschen später drauf. Escape gedrückt, anstatt unten auf Übernahme. Das kann natürlich auch sein. Kleine Steine, mein Gott, ist aber echt scheiße hier. 2 Kilometer. Ab wann sind die Zombies hier schnell? Ab 10, ne? Ja, genau. 10 Uhr, gut. Und der Raphael ist fast 5 Kilometer weg von mir. Raphael 2 bis zu mir und du auch 2 bis zu mir. Dann Thomas ist 100 Meter von mir entfernt. Und ich sage ja, wir treffen uns am besten bei mir. Ja, ich laufe gleich zu dir los, sobald ich meine Quest fertig habe. Ist da ein Haus oder so? Ich habe hier Stadt. Allerdings noch nicht das Bestere, was ich gerne hätte. Ja, ist ja nicht so schlimm. Also hier bei uns ist ganz viel Häuser und Städte. Und es ist eine gute Landschaft hier, wo Marcus Helder und ich sind. Ich habe auch eine Stadt hier bei mir. Boah, bis ich da ein paar Steine aus dem Stein kloppe, suche ich die lieber, ey. Wahnsinn. Da hinten rennt, da rennt der Vogel. Ja, der will schon in die Base einbrechen. Ich sehe ihn genau. Ich renne überhaupt. Jetzt gibt es hier sogar einen Kran, haben sie hier aufgebaut. Ja, komm doch mal hier rüber jetzt, Vogel. Komm du doch. Da war ich gerade schon. Ja,
Steinaxe, Hammer. Brauchen wir jetzt erstmal einen Knüppel. Pflanzenfaser. Zombies schlagen kann. Ja, ich will die Quest hier, aber ich glaube, von der Zeit her wird es bei mir ein bisschen knapp. Aber zur Not bleibe ich irgendwie hier irgendwo. Ja, Marcel, wir sollen uns eigentlich schon mal ein Gebäude aussuchen, was wir clearen. Ne, vor Nacht. Das wäre gut, ja. Danke. Ein Knochenmesser. Ja, ich habe ja gerade das Jagdmesser gefunden. Sollen wir da unten das Haus einfach mal nehmen hier? Oder da links, das hohe Haus? Das damit vor uns ist eins von denen, in denen wir ordentlich treffen dürften, oder also Zombies. Handschuh, Hose, Hemd, Kapuze. Oder hier, in diesem, wo der Turm ist. Da gibt es ja auch so ein kleines. Wir haben ja noch ein bisschen. Lass uns doch erstmal in Richtung Wald weiterlaufen und gucken, was hier so kommt. Ja, Kapuze, aber so, dass die anderen halt, wenn sie hier ankommen, direkt eine Zuflucht haben. Aber natürlich. Ja, wir kommen wahrscheinlich zu spät, um dann noch was zu clearen, ne? Das haben wir bis dahin erledigt, bis ihr da seid. Alles klar. Was für ein Luxus. War das nicht so eigentlich? Links von uns ist Militär. Ich habe mal was gehört, dass die das verändert haben. Gehen wir aber später dran. Dass jetzt die Zombie-XP ein bisschen weniger wurde, richtig? Und man für Crafting und so auch jetzt mehr bekommt? Ja, wenn ich das richtig gesehen habe, schon. Okay. Das heißt, man ist jetzt nicht mehr so sehr gezwungen, unbedingt killen zu gehen. Man kriegt seine EP auch anders zusammen, oder? Ja, aber es dauert schon etwas. Naja. Okay. Also am besten ist es, habe ich festgestellt, wenn du die Quests von dem Trader machst, das gibt ordentlich XP. Ja, das kann ich so bestätigen. Okay, sind die immer noch so weit auseinander? Was denn, die Trader jetzt? Die Quests von den Trader, die waren ja meistens 3,5 Kilometer und so. Ein Stück zu. Nee, mittlerweile haben sie es runtergeschraubt. Man musste nur einen Kilometer laufen. Okay. Ne, aber mal hast du auch 5 Kilometer, die du laufen musst. Na gut. Macht dir ja nichts aus. Nö. Aber man kriegt jetzt auch ab Stufe 10 schon Fahrrad zusammen, ne? Ja. Wenn du die passenden Teile hast, ja. Ja, ich hab dich und Raphael, also. Hab ich Teile. Wenn man immer nur aus Farben minimiert wird. Und den Zombie erledigen. Was heißt minimiert? Das ist eine hammerwichtige Aufgabe. Farmen kann nicht jeder. Ich bin kein Farmer. Ich also auch. Ich würde sagen, wir nehmen für die erste Nacht die Scheune hier. Ja, hört sich gut an. Hab ich zwar noch nicht gesehen, aber Scheune ist immer gut. Scheune direkt hinter dem Militärbase. Ich als alter Bauer liebe Scheunen. Ja, deswegen ja. So. Ja, die ist gut. Du willst doch nur in die Militärbase rein, sei doch richtig. Nein, ich hätte ganz gerne nur erstmal einen Punkt, von dem aus wir starten können. Ja, ja, ist klar. Im Moment möchte ich da noch gar nicht rein, weil mit so einem Einserbogen, was will ich denn da rein? Oh, habe ich mir erschrocken. Ich höre durch meine Kopfhörer, beziehungsweise durch Marvels Mikro seine Zombies. Ich denke, wow, wo kommen die denn her? Safe Zone und so? Ich keine Zombies. Ist das dann doch bei mir? Nee, dafür ist das zu leise. Nein. Nee, ich habe noch nichts. Oder war das? Auch die ganze Zeit. Okay. Oder draußen ist noch ein Zombie. Das soll noch erledigen. Ah, bei Schnittger war das. Bei Schnittger kommt das durch. Jetzt habe ich es gesehen. Ich wollte gerade sagen, also wenn du durch mein, ne, die hörst, würde mich das. Entschuldigung, du hast gerade gesprochen. Du hast wahrscheinlich gerade gesprochen und da habe ich gedacht, das warst du. Ja, ist jetzt nicht sehr laut, aber ich habe mich schon erschrocken jetzt gerade kurz. Ja, ich mach das Spiel aber noch ein bisschen leiser, dann müsste ich das erledigen. Ja, und die Sensi ist ja gut soweit eigentlich. So, 3 Rahmen. 15 Uhr, okay, ich mach die Rahmen und dann geht's los zu euch. Jetzt komme ich da nicht mehr an heute. Oh, das Aufwerten haben sie ein bisschen schneller gemacht. So, habe ich. Was willst du jetzt von mir hier? Quest. Kleiner Steinlagerfeuer. Gut, da mache ich schon an der Base dann. So, ich laufe jetzt zu dem Marvel. Wo ist mein blauer Pfeil? Wieso ist Thomas nicht da?
Thomas und ich sind zusammen an einem Ort. Achso, dann steht ihr übereinander. Kann man auch Thomas, komm verstehen. Hoch zu den Kisten. Ah, ich habe die ersten Zombies hier. Ja, warte, ich mache hier schon mal ein bisschen zu hier unten. Ja, ich mache hier oben erstmal den Boden dicht. Vergessen wir es gleich. Oh, schon wieder so ein Zombie-Vieh, ey. Krankenschwester. Ich möchte dieses Biom hier verlassen, ist ja ekelhaft hier. Ja, ganz meiner Meinung. Boah. Solange ich noch keine Waffe habe, meide ich dieses Biom sehr gerne. Welches nochmal? Zerstörtes. Ach so, ja. Da vorne ist eine ganze Stadt, ey, scheiße. Oh, oh, ja, auf jeden Fall ist hier eine Stadt, das ist ja... Okay, Hund ist auch schon vorhanden. Sehr geil. Ich muss irgendwie schnell Pfeile einstellen. Pfeil. Steinpfeil, wieso geht denn das nicht? Ach, keine Steine. Na super. Hier sind riesige Kraftwerkanlagen und wie nennt man das? Masten, Kräne. Das sieht schon nach starkem Loot aus irgendwie. Ganz viel Industrie hier. Ja, wird der Master ja Spaß kriegen. Oh ja. Yeah. Ist ja auf der Karte. Irgendwann ist die Stadt fertig. Ja, mir kann der Oschek ja gechillt eine Mine machen. Schnitti, ich hab dir da in die Kiste schon mal was reingeschmissen. Viel Spaß. Die mache ich dann leer. Was soll ich damit? Seine. Oh. Oh, meine Gartenhacke. Und Kartoffelsamen. Ha? Noch Fragen? Sehr gut, Marcel. Und eine Eisenspitzhacke auch, ey. Ist der Hammer. Ich sag ja, entweder kann man looten oder nicht. Oh, ich hab einen Shotgun-Messiah hier sogar. Da habe ich hier schon ein paar mehr von gehabt. Der erste Zombie mit Loot Drop und ein Motor. Hammer. Hier rannte doch gerade noch so ein Komiker rum. Habt ihr auch leichte Ruckler? Ja. Okay. Heidelbeersamen bringe ich dir auch mit, Thomas. Also ich habe bis jetzt keine Ruckler. Ja, was heißt Ruckler? Also Ruckler ist anders, ne? So ganz kleine Mini-Ruckler, also nicht der Rede wert eigentlich. Ich wollte es nur mal wissen. Mhm. Es ist eh schon gut, dass du das Spiel hostest, sonst mit Aufnehmen und Hosten wäre das wahrscheinlich noch schlimmer hier. Am Ruckeln. Okay, hier habe ich so ein einsames Haus. Haben wir hier? Müll. Oh, ich habe Kaffeesamen. Ja, sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir fangen auch direkt an, irgendwie am nächsten Tag was anzupflanzen, wa? Ja, aber erst wenn feststeht, wo wir spielen. Das ist ja egal. Hauptsache, die Samen, die wir dann schon haben, vermehren sich. Entschuldigung, ich wusste, dass Raphael jetzt loslegt. Oh. Ja, wenn du immer so eine Vorlage bietest. Hey, aber es kam nichts darauf zurück. Ich bin echt verwundert. Ja, ich bin mich am zusammenreißen. Oh, Bombe, sorry. Ich bin noch eine Mine getreten. Ich will aus dem scheiß Biom raus. Ich dachte, du hast mich gefurzt. Ich furze doch nicht. Na, du vernichtest direkt ganz Städte. Thomas, machst du gerade was Wichtiges? Ja. Was denn? Bis zu Ende. Alter Schwede, Geier, Schlangen, alles hier hinter mir her. Oh mein Gott. Ich will nicht mehr hier sein. Ich möchte zu euch. Zwei Geier, ja, ich schlaf mal weiter.
Ey, ich werde hier mit, von Zombies bedrängt und von so einer Katze hier. Das kann doch nicht wahr sein. Also Katze ja. In Real Life. Na, na, la. Ich dachte, bei Seven Days gibt es Zombie-Katzen. Ja, würde ja hinkommen, so wie die aussieht. Und gerade guckt, passt das. Du musst das positiv sehen. Sie trägt zur Stimmung bei. Ja, das stimmt wohl. Indem sie sich vor den Monitor stellt. Ja, Nala wird auch YouTube-Star. Ich habe gehört, Katzenfotos bringen Quote. Ja? Ja, kannst ja beim Hochladen Katzenfoto von Nala nehmen. Clickbait. Ja, ich schick dir dann auch noch welche von meinen. Ich hoffe, er spricht von Katzen. Ich hoffe auch. Dann kriegst du sehr viele Klicks. Super, die Leute wollen Katzen sehen und sehen hier so einen Idioten, der hier durch ein zerstörtes Biom läuft. Wahrscheinlich. Und dadurch gewinnt man neue Spieler für 7 Days. Die finden sofort an einem Spiel gefallen. Ja, die Katze mag das, muss ich das auch mögen. Genau. Oh, ich sehe Wald. Ist das schön. Boah, weg hier, ey. Auf so eine scheiß Mine, die hat mich fast umgebracht. Die haben es, glaube ich, auch geändert, ne? Irgendwie, dass man anfangs 105, also 150 von 100 Ausdauer hat. Das, nein. Doch, doch. Ganz am Anfang musst du jetzt mal gucken in dein Charakterbildschirm bei den Werten. Das ist Essen und Trinken, was ja, mit ist. Ja, meine ich ja, dass deine Ausdauer nicht unter 100 fällt erstmal die nächste Zeit. Also die Anfangszeit. Okay, ich bin so halb Wald, halb Zerstörtes. Ich müsste bald bei euch sein. Ach, guck mal, der erste Tod. Marvel hat's wieder geschafft. Aha. Gut, dass ich direkt neben meinem Rucksack gestorben bin. Neben meinem Schlafsack. Wir hatten geschafft. Sagen wir es mal so, meine Gesundheit war sowieso schon nicht die beste, aufgrund von Hund. Aufgrund von Hund. Sehr schön. Alter, liegen hier Minen rum, ey. Ja, dann geh mal ins zerstörte Biom. Ich bin irgendwie 170 Meter von euch entfernt. Ah, ich bin auch gleich da. Schaffst du das noch, Raphael? Ja, 700 Meter sind es noch. Alles klar. Thomas, so langsam bräuchte ich dich. Ich hab schon mal Fleisch. Ich muss erst hier Fleisch holen. Ich sag mal, für die erste Nacht sind wir eh alle. Brauchen wir nicht viel. Erstmal die erhöhte Nahrung. Oha, eine Mine. Boah, wäre ich fast wieder drauf gelatscht. Dann wäre ich tot. Hier ist also die Militärbase. Da sind auch ordentlich ja. Zombies. Ach, da ist der Marvel schon. Zugange. Ich komm. Pass auf, hier liegen Minen ohne Ende. Ja, ich seh schon. Vorsicht. So, erster Kontakt hier. Mal gucken, wie Warrior so ist. Oh, tot. Ja, die waren alle schon vor. Achso, wollte haben wir schon gewundert, ey. Ich hau hier da mal drauf. Ich sag, oh, super. Ey, ich verfehle, ne? Das glaubt ihr nicht. So. Ja, doch, weil es bei mir nicht anders ist. Vorsicht, geh da nicht rein, ey. Doch, ach, ich war cool. Da ja gerade schon drin. Ich wollte die Zombies. Hier bin ich ja das erste Mal drin gestorben. Ja, gut, das kann ich verstehen. Wenn du jetzt gerade hier bist und nachdem wir noch Zeit haben, bis Nacht ist, das Zelt bitte komplett abbauen. Schneller kommen wir nicht an Stoff. Jo. Also, eine schöne Zombies. Mach ich. Ich kümmere mich ums Zelt. Vielleicht helfe ich dir erst mit den Zombies. Au. Haben wir eigentlich hier Teambeschuss an? Nein, haben wir nicht. Okay. Sollte standardmäßig auch sein. Ich habe es ja. Vorsichtshalber ausgemacht. Er ist einfach nur nervig. Gerade beim, wenn man eine Mine zusammen anlegen will oder was und man haut sich da dreimal auf den Kopf, ey. Das ist schwierig. Du hast ja sowieso schon Dachschaden. Das hat nichts mit meinem Char zu tun. Doch.
Wo? Bei mir. Ach, da. Ja, ja, reparieren. Ich komme voll nicht drauf klar. Ich wusste gar nicht, dass ich auf Deutsch gestellt hatte letzte Mal. Gut, ist down. So, 19 Uhr. Ich habe jetzt genug Stoff, glaube ich. Was habe ich? 118 Stoff. Oh, hier sind ja Minen, ne? Ich muss aufpassen. Gut, noch mit Zombies. Wow. Ich besorge auf jeden Fall Holz und Stein für Pfeile, dass ich mir die heute Nacht noch machen kann. So, wo sind wir denn? Ich hätte hier schon so ein paar Steine. Wo sind wir denn eigentlich für die Nacht? Hier diese Scheune? Ja, in der Scheune, genau. Und da. Dann mache ich mir direkt einen Schlafsack. Wenn du hochgehst, liegen unsere Schlafsäcke schon. Perfekt. Wieso kann ich mir keinen machen? 20, okay. Bevor hier gleich was passiert. Also ich bringe auch gleich über 300 Federn mit. Ach ja, genau, das hat der Raphael immer mitgebracht. Nie wieder ein Federproblem. Und die Zombies spawnen ja hier wirklich, wenn du daneben stehst, quasi. Ist das, ich ist das immer noch so mit diesem Phantom-Spawn? Jetzt gerade habe ich so das Gefühl. Ist hier mal, ist hier ein Eingang, eine Tür oder so? Ich bin Holbein vor an der Seite. Ja. Und da seid ihr zur Mine hin, glaube ich. Wenn du von der Base kommst. Ja, komm mal zu mir. Ah ja. Ich stehe hier schon da. Und dann haben wir hier so. Top Secret Eingang hier. So. So, dann komme ich doch mal rüber. Ich habe übrigens auch unsere erste Shotgun schon gefunden, ne? Micha, du sagtest, wir brauchen noch Holz und Stein. Holz und Stein, ne? Ja klar. Wenn du 300 Federn hast, brauchen wir viel Holz und Stein. Ja. Ich komme mal mit jetzt. Ab jetzt die zwei Stunden jetzt eh nichts Besseres zu tun. Ich brauche noch einen Stein. Nahrung ist, wie gesagt, für diese. Für ja, wir haben ja noch die Soße. So, richtig, und wir haben 150 Nahrung. Auch Katzenfutter wäre ich vorsichtig. Da habe ich letzte Mal, glaube ich, Lebensmittelvergiftung gehabt. Ja, aber wenn da zu viel davon ist. Eine Dose. Mehr hatte ich nicht. Komm mal hier hinten, ja, hinterm Haus, Raphael. Du kannst ich Glück hab hier gerade noch Peter. Einen dicken. Ich komm gleich. Achso. Alter, fast in so eine Mine gerannt. Wer steht denn da? Wer hämmert da gerade auf dem Baum rum? Ich? Ja, Raphael, dann pass auf, um dich herum sind überall Minen. Ja, hab ich gerade gesehen. Danke.